Ein chaotisches Ahoi und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Luigi's Mansion 3. Oh, scheiße, der Ton war letzte. Ich hoffe mal, der Ton. Ja, sorry für den Ton letzter Folge. Der war natürlich ein bisschen leise. Ich weiß noch nicht, was dieses Teil da ist. Ja, im letzten Part haben wir übrigens König Spuk besiegt. Und wollen in diesem Part in die neue Etage. Im letzten Part haben wir auch. Obwohl, nee, im letzten Part haben wir nicht König Spuk besiegt, oder? Ne, da haben wir, im vorletzten Part haben wir es besiegt. Aber im letzten Part haben wir nochmal Backtracking gemacht. Genau. So war das. Und ich weiß immer noch nicht, wo die letzten drei Juwele hier sind. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Bereich, aber ich weiß immer noch nicht, wo die sind. Das ist das Ding. Es ist traurig, ich weiß. Naja. Keine Ahnung, wo die letzten drei Juwele sind. Das ist so ein kleiner Bereich. Und es sind sechs Juwele. Ist schwer, die alle zu finden, ne? Ich mache einfach weiter. Ist jetzt eigentlich egal. Wir machen weiter im Öko-Haus. Und das sieht auch sehr, sehr klein aus. Also ist wieder eine kleine Etage. Das ist gut. Aber wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran. Also, ja. Macht Massage. Okay. Ob es, oh, es ist sogar ein Blumen drauf. Anstatt ein Zeiger. Moin. Öko aus. Es geht. Neue Etage. Neu erforschen. So. Öko aus ist natürlich alles mit Blumen und so wird auf jeden Fall alles sein. Also mal schauen. Wie das Ganze hier wird. Bestimmt ist wieder eine Frau unser der Boss oder so. Aha, Geldspinne. Beste. Okay, die Geldspinne hat nicht mehr irgendwas gemacht. Die ist nicht mehr weggerannt oder so. Beste. Lol. Bin ich blind? Ich bin blind. Da das gerade, das wäre ein gelber Juwel oder so. Lol. Oh, es war nur Geld anscheinend. Was gibt's hier für Juwele? Sternjuwele. Okay. Ich finde jetzt nicht, dass es was damit zu tun hat. Aber na gut. Den Kronleuchter können wir natürlich nicht abballern. Zack. Toll. Letzte dich, danke. Oh, der Kackfußball. So. Komm, einsaugen. Danke. Alles klar, da haben wir schon mal hier alles geklärt. Also hier sollte eigentlich nichts mehr sein. Kronleuchter ist eigentlich auch nichts. Naja, gut, dann gehen wir weiter. Mal schauen, was hier ist. Oha, alles zugewachsen. Ganze Etage hier. Ich mache einfach den Fußball mit. Ich brauche ihn ja auch irgendwo. Aber können die wirklich alles einsaugen? So, Fußball kommt vor. Der geht schon mal vor. Ah ja. Erst Juwel. Einfach so geschenkt, okay. Oh, diesmal ist kein lilaner Juwel, alles klar. Einfach so geschenkt, ein Juwel. Beste. Gut. Das sind Ratten hier. Gar nicht. Ich male hier weg. Was passiert überhaupt, wenn wir mit Luigi in die Katze hingehen? Wird sie dann getriggert oder nicht? Ich versuch's einfach mal.
Keine Ahnung, ob sie getriggert wird. Wenn nicht, ist ja cool. Wenn die einfach nicht getriggert wird. Naja, die wird eh gleich, denke ich mal, getriggert. Also gut. Ah, ja. Weg, scheiß Schlange. Lol. Okay, Goldbarren anscheinend. Aus dem Nichts. Beste. So. Ist in der Blume auf was? Nö. Schade, dass wir das ganze Gras nicht einsaugen können. Wäre cool, aber naja. Es geht auch so klar. Ist hier noch was überhaupt? Nö. Gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich denke, hier haben wir auch schon alles erforscht. Luigi. Ah, okay. Ich dachte gerade, der hat sich irgendwie eingeklemmen lassen. Aus irgendeinem Grund. Boah, Alter, in den Blumen gibt es so viel Geld. Alter. Das wird viel sein. Also hier wird es, denke ich mal, schwer, die Juwele zu finden. Obwohl der erste Juwel eigentlich recht easy war. Aber bisher haben wir nie alle Juwele in einer Etage direkt gefunden. Das finde ich voll schade. Vor allem, wir müssen einfach direkt hinter diesen ZR-Knopf gedrückt halten. Oha. Nice, nochmal Geld. Geil, komm. Ich denke mal, die Madame wird sich nicht so freuen. Alter, wenn das jetzt so ein Mann ist, ey. Wenn das jetzt so ein männlicher Geist ist, oh, da muss ich aber ganz dringend los. Aber so Blumen und so haben auf jeden Fall immer die Frauen was zu tun. Lol. Ich dachte gerade erst, dass es der Auszug wäre, aber es sieht ja ganz anders aus. Hä? Okay. So. Komm her. Danke. Luigi versteckt sich einfach. Wo ist denn wohl Luigi jetzt? Das war weg. Von Luigi ist einfach wirklich unsichtbar dann. So gesehen. Das ist krass. Das finde ich wirklich krass dann. Dass er einfach unsichtbar ist. 26.000 Money. Ja, wer kennt's nicht? Hier noch mein Money ist. Wie viel ist denn hier noch? Reicht es jetzt auch? Danke. So, hier können wir locker pimpeln. Oh. Lol. Ja, Beste. Okay, ich denke, wir haben alles. Okay, gut. Dann gehen wir rein. Mal schauen, wer uns erwartet. Also, wenn es jetzt wirklich ein männlicher Geist ist. Bisher wissen wir nicht, wer es ist. Oder wird es das gezeigt? Der Aufzugskurs ist einfach so oft ein Sabiertablett. Als ob. Ich nehme noch nicht den Aufzugsknopf. Ich will erstmal hier alles erkunden. Also wir gehen doch erstmal, denke ich mal, auch noch nach oben.
Weil ich denke mal nicht, dass der Aufzugsknopf einfach so serviert wird. Da wird noch was sein. Da wird noch was kommen. Bestimmt irgendwie eine Falle oder so. Bam. Oh nein. Ich wollte nicht, dass jetzt die Cutscene irgendwie getriggert wird. Nee. Gehen aber nicht auf die Stufen da. Und wird die Cutscene safe getriggert. Also wenn es jetzt wirklich so ist, dass einfach nichts passiert, dann ist Nintendo eigentlich recht dumm, weil als ob das so wäre. Also es kann nicht sein, dass da jetzt einfach so serviert wird. Bestimmt so, wenn ich nach oben gehe, dann kommt dieser Hund und du musst den Aufzugsknopf nehmen. Huff, huff. Kommt dieser Köter wieder an. Oh Mann. Mit der Blume. So, der auch. So, mal gucken, was passiert, wenn wir nach oben einfach gehen und den Ausrufsknopf einfach so ignorieren. Ich hab's doch gesagt! Ich hab's euch gesagt, Leute. Ich hab's euch gesagt. Da kommt der Köter an. Du musst den Ausrufsknopf aber nehmen. Ich bin der Hund, ich bin der Köter. Ja, sowas, ey. Nimm den Ausrufsknopf ganz schnell! Luigi. Und es ist männlicher. Ey, da muss ich aber ganz dringend los. Lol. Luigi, du bist aber auch so richtig dumm, ne? Oh man. Oh, die Kamera. Die Kamera. Oh, richtig eklig. Okay, jetzt geht die wieder. Gut, dann gehen wir hier lang. Noch ein bisschen Geld, wie immer. Ist klar. Hier ist doch eine Tür oder so. Hier ist was, ja. Okay. Ging manchmal auch nicht. Beste. Ein paar Moneten nur noch einstecken. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Naja, wir kümmern uns gleich drum. Also das ist ein Money. Das Geld. Gut, dann gehen wir halt den blöden Weg da lang. Ah ja. Oh. Bisschen blöd dafür. Ah ja. Okay, anstatt zu springen und da festzuhalten, saugt er das und... ja, okay, alles klar, Luigi. Läuft bei dir. WTF. Bam! Nice, nice, nice. So. Also, Luigi's Mansion, ja, ist das eigentlich nicht so für Jump'n'Runs ausgelegt. Geil, was soll ich hier wieder machen? Okay, ich muss durch die Tür gehen. Anders geht's nicht. Hallo, wer ist hier? Niemand, okay. Also, ja, niemand ist wieder da. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Oh, ein Herz, das ist gut. Ah, ja, okay. Die Musik ist auch, ja, komisch. Hätte ich irgendwo wieder einen Fußball oder so, wo ich das wieder ranschießen kann? Was für ranschießen? Abschießen kann. Alter, hier muss ich hier alles einsaugen. Oh Gott. So. Geil, noch eine Tür gefunden. Nice, nice, nice. Noch mehr einsaugen hier.
Beste, beste, beste. So, ist hier noch was? Was sind das überhaupt für Pflanzen, ey? Richtig komische Pflanzen, ey. Lol. Ah, okay. Luigi, du bist dran. Das ist deine Aufgabe. Oh, wo komme ich hier oben raus? Juwel? Hier muss ein Juwel sein, komm. Oder richtig viel Geld. Was sind denn diese scheiß Pflanzen? Geil. Ich weiß nicht, ob hier ein Juwel drin ist oder nicht. Was ich aber weiß, ist, dass hier eine Truhe ist. Oh, hier ist noch richtig viel Geld. So eine Topfpflanze noch. Auch wenn jetzt nur ein Topf. Eigentlich. Gut. Checken wir das hier ab. Oh, Money nochmal. Beste. Super. Können wir das irgendwie... Ja, können wir. Wir können es einsaugen. Aber ich weiß nicht, ob es uns was bringt. Oh, diese Atmosphäre. Yo. Nö, bringt nichts. Na gut. Checken wir hier alles, den Sofa hier alles ab. Hier waren wir ja noch nicht. So. Passt, denke ich mal jetzt. So, bevor ich das vergesse. Schrank aufmachen. Ist hier was drin? Nope. Das ist voll komisch, ey. Der Schrank ist richtig verbuggt. Weil man schießt den ab und dann wird es einfach nach hinten geklebt. Richtig komisch. Gut. Dann suchen wir erstmal das hier ein. So. Geil, geil, geil. Dün, 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 dün. Ja, ja, ja. Gut, dann geh erst in die Tür rein. Ah, ja. Immer der Jumpsprung da. Beide Geister besiegt. So, und was ist mit dieser Blume in der Lage? Ja, geil, nichts. Super. Ist immer noch nicht, was mit diesen Blumen hier machen soll. Ich weiß es nicht. So, jetzt gehen wir rein. Oh mein. Yo, was ist hier los? Ja, moin. Geldmaus. Geil. Oha. Aha. Ein Juwel. Und wir müssen da irgendwie reinkommen. Also muss der, ja, hier ist es. Ein, wie heißt es denn? Keine Ahnung. So, checken wir hier nochmal alles ab. Also wir werden noch das hier alles einsaugen, dann wäre es mit heutigen Part. Denke ich mal. Geil, geil, geil. Sagen wir das hier noch ein. Sehr schön.
Gehen wir hier rüber, was nicht geht. Es muss doch irgendwie gehen. Ah, warte. Saugschuss. Jo, klappt immer. Geil. Immer noch nicht. Ah, jetzt, okay. Jetzt funktioniert es. Sind auch ein Juwel? Nee, aber tausende Goldbarren. Das war mir eigentlich auch wert hier alles. So. Gut. Dann gehen wir es da durch. Hä? Nee. Das war nichts. Okay, vielleicht ist hier noch irgendwo ein anderer. So ein Deckel, Gullideckel, keine Ahnung, was es immer noch ist. Oh, hier muss doch irgendwo noch was sein. Ich will doch jetzt hier nicht erzählen, dass wir an diesen Juwel nicht rankommen. Alter. Also das wäre richtig scheiße, wenn wir nicht an diesen Juwel da rankommen. So, was ist hier? Aha. Wir mussten den Geheimraum finden, um weiterzukommen. Das ist interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Vor allem da kann er rübersteigen, ne? Aber bei anderen Dingen nicht. Easy, easy. So, aber wie kommen wir jetzt da ran? Bis wenn wir da reingehen, kommen wir da raus. Ja, super. Toll. LOL! Als ob. Als ob. Das war aber fies. Versteckt. Das war mal richtig fies versteckt. Oh mein Gott, Leute. Das war richtig fies. Aber darauf kommt man erstmal nicht. So, was ist hier? Schon wieder der alte Mann. Der alte Geist, meinte ich natürlich. Eine Ananas wächst. Der Wahnsinn. Oh, Riesenananas. Und natürlich fällt sie auf uns und wir fallen natürlich komplett runter. Lol. Fridgy. Ah, okay. Der war direkt verstampft, ey. Was ist bei denen los? Yo. Will ich da auch einfach direkt Game Over gehen? Alter. Okay, ich versuch's jetzt ein bisschen mit Luigi. Aber das werden wir noch schaffen. Oh, Mann. Und ich muss stehen bleiben. Ich muss auch noch stehen bleiben. Oh Gott, Alter. Okay. Ja, passt. Das Ding ist, ich komme ja nicht weiter. Ah ja. Geil. Oh Leute, ich habe nicht mal die Leben verloren oder so. Also die Leben hier sind eigentlich recht unnötig. Naja, nur mit Luigi habe ich Leben verloren, aber
Sonst halt nicht. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen. Jetzt haben wir ein Leben verloren. Das wär's mir bei dem Part von Luigi's Mansion 3. Können wir hier durch? Luigi. Nope. Ich muss sagen, das war's mit dem Part von Luigi's Mansion 3. Im nächsten Part werden wir hier diesen Zimmer erkunden. Und mal schauen, was uns darauf wartet. Leute, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Schaltet beim nächsten Part wieder ein. Bei Luigi's Mansion 3. Bis dann, und ciao.